Sugar, how you get so fly? Guten Tag, Leute, und willkommen zu einem weiteren Dating-Video von mir, Leute. Wir stehen wieder vor David. Wir waren gerade kurz in der Stadt und jetzt besuchen wir nochmal den wunderschönen Bettladen. Genau, let's go, wir gehen jetzt rein. Okay. Hallo. Hi. Na? Hi. Uns geht's gut. Mir geht's auch super. Wo kommst du jetzt gerade her? Wir waren kurz in der Stadt, was erledigen. Ja. Und viel los in Köln. Ja, ja, mega. Und da habt ihr euch gedacht, jetzt gucken wir uns mal richtig schöne Betten an, ne? Ja. Und ich wollte euch mal ein bisschen rumführen. Ja, ja, danke auf jeden Fall. So. Die Jacken könnt ihr auch ruhig da hinten an. Auch kein Problem. Ja. Ich zeig dir mal untere Etage zuerst. Ja. Was suchst du denn? Boxspringbett oder wolltest du lieber so einen Massagesessel aufbauen? Ich will alles haben. Alles? Ja. Zur Abteilung für Patienten. Oh. So, und das ist hier der Sessel. Oh Gott. Da kommen alle meine Patienten hin. Kann ich da rein? Ja, natürlich. Keine Angst. Angst. Oh Gott, es fängt an. Keine Panik. Wenn es wehtut, sagst du mir Bescheid. Ja. Und wenn es piepst, dann wissen wir, dass du da eine Massage brauchst. Ja, so einen Stuhl brauche ich immer nach der Schule. Problem ist gerade für 2000 Euro im Angebot. Ah, nur für 2000 Euro. Okay. Kannst du mich noch befreien? Nee. Nein, ich kann mich nicht bewegen. Da kommt Musik raus. Komm mal kurz näher, hört man das? So eine epische Musik. Kommst du direkt mit, ne, Isabel? Mm, okay. Ist ja nicht groß, das Ding. Der verrückte Mann, der hilft euch dann beim Raustragen. Kein Problem. Meine Beine werden zerquetscht. Oh Gott. Sich stopp machen? Ja. Das war das Coolste, was ich je gemacht habe. Dieses Ding ist schon mal sicher bei mir zu Hause. Du kannst ja auch mal so eine Matratze bei uns testen. Du kannst auch richtig mal so reinspringen. Ich würde sagen, darf ich die mal testen? Ja, klar. Wie testet man eine Matratze, Isabel? Am besten mit viel Anlauf. Oh. Alter, die sind ja mal mega weit. Kann ich hier jetzt gerade was rausholen? Ich glaube schon. Eins, zwei. Wow! Wahnsinn! Oh, Alter, das ist ja wie so ein Trampolin. Ist das okay, wenn ich euer Bettladen zerstöre? Kannst ruhig alles kaputt machen. Ja, ja nichts. Alles okay, umsonst. Okay, mega nice. Was kommt als nächstes? Da ist ein Traumbett. Willst du mal probieren? Oh, ja. Spring mal so mit Anlauf. Mein Traumbett, Leute. Ein ganz, ganz schönes Bett. Hier kann man alles drauf machen. Man kann das hier machen, man kann alles machen. Das ist einfach nur geil. Das Bett, das passt so zu dir. Echt, ich hoffe das Bett als das Isabel-Bett. Eine Schweigeminute. Du bist verrückt. Du bist verrückt. Ich bleib hier für immer. Wir haben unsere Matratze gefunden. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Matratze mit, was ist ägyptische Baumwolle? Okay, das ist ein bisschen, warte nochmal. Ja, weiter. Ich hab's geschafft. Ja. Hier kann man einfach alles machen. Wir haben hier übrigens gerade noch mega coole Bilder gemacht. Könnt ihr mal auf Instagram abchecken. Von Laura gemacht. Okay, Leute, ich habe noch gerade so eine richtig coole Derucci-Massage-Augenbrille bekommen. Ich glaube, man muss einfach auf den Knopf drücken und dann massiert die einfach die Augen. Muss ich die Augen eigentlich zumachen? Ja. Oh Gott. Ach du Kacke. Hört man die Musik? Alter, das hört sich voll komisch an. Wenn ich mir mal viel so groß die Bulle. Jetzt wird die jemand so richtig in die Augen drücken oder ob das als die Bulle kann ich eigentlich empfehlen. Die ist voll geil. Okay, Leute, ich würde sagen, wir waren jetzt auch sehr lange hier. Und hiermit verabschiede ich mich von den beiden. Ja, tschüss. Ciao. Vielen Dank für bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jetzt bin ich weg vom Irrenhaus. Okay, Leute, ich habe gerade ganz zufällig Me getroffen. Was Simon geht? Will getroffen. Alter, back in the Vlogging Game, oder was? Ja, mega. Wie geht's? Mir geht's bestens. Und dir? Mir geht's auch sehr gut. Ja, bist du geilen Content am Kreieren heute? Ja. Also bist du gerne gerade einfach so mal zufällig in Köln unterwegs oder bist du öfter hier? Nee, ich bin öfters hier. Ah, okay, geil. Und machst die Stadt ein bisschen unsicher? Ja. Bist du schon mal so im Roller rumgecruised? Ja, mega oft, mega geil. Hast du schon so Stunts gemacht? Hast du schon so 3 Meter lang Wheelie, mit dem du so lange fährst? Saltos? Ja. Ach, das ist ja entspannt. Ja, das ist mega entspannt. Eine Sache, die du machen solltest, du solltest dir selber ein Looping bauen. Und dann solltest du den mit dem Roller diesen Looping fahren. So. Ja. Ich würde sagen, dann sind die 1 Million Views auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass ich den Vlog dabei sein durfte. Abonniert auf jeden Fall ihren Kanal, fleißige Daily Vloggerin hier. Ja, dann sehen wir uns. Okay, tschüss. Ciao.
Okay, Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause. Heute war wirklich ein mega nicer Tag, Leute. Ich bin aber total kaputt. Also wirklich, heute bin ich jetzt ehrlich richtig kaputt. Ich habe zwar die ganze Autofahrt gerade gepennt, aber ich bin trotzdem einfach total im Arsch und ich werde gleich direkt schlafen gehen. Danke nochmal an Derucci für die Geschenke. Ich habe hier extra noch so ein Kissen geschenkt bekommen und hier noch ganz viele andere Sachen. Ja, Leute, ich werde jetzt öfters nach Köln fahren. Es werden wirklich richtig geile Sachen auf euch zukommen, Leute. Seid einfach gespannt. Vor allem das gerade mit Simon, das war so krass, weil das lief ungefähr so ab. Also, wir standen so auf dem Bürgersteig und auf einmal sehe ich so, dass Laura so richtig erstaunt geguckt hat. Ich so, hey, Laura, warum guckst du so? Und dann gucke ich so in ihre Richtung, wo sie hinguckt und dann sehe ich nur so diese rosanen, roten Haare. Ich wusste direkt, wer das war. Ich bin... naja, nicht hingerannt, aber ich bin schon schneller gelaufen, weil die echt schnell gelaufen sind. Hab sie so angetippt und so, hab sie so gegrüßt und hallo und so. Also der ist echt nett. Also Simon, falls du das siehst, Grüße geht an dich raus. Also Leute, bleibt auf jeden Fall dran und wenn du noch kein Abo da gelassen hast, dann lass das gerne ein Abo da und werde ein Teil von der It's Me Army, Leute. Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns morgen wieder und ciao.